Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Leger und herzlich willkommen zu Infectionella Survivors Episode 5. In der letzten Folge haben wir ein neues Crewmitglied dazu bekommen. Rocco oder Loco, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ein Gangster. Dieser ist auch gleich mit auf Erkundungstour jetzt, während unser lieber Professor endlich zu Hause verbleibt und vielleicht dort mal nicht erschossen, niedergestochen oder überrannt wird von Zombies. Naja. Wir werden als erstes, also der Plan für heute, wir gehen in diese Kirche und dann zu unserem Questgebiet, weil es angeblich da noch jemanden geben soll und dann hier runter. Starten wir auch sofort ab in die Kirche. Es ist gefährlich. Okay, gehen wir einfach mal rein. So. Ich denke mal, wir exploren jetzt. Oh Mann, das wird, denke ich mal... Ah, mal sehen, was uns erwartet. Ich gehe da mal total... What the... Was war das denn gerade? Okay, ladet erstmal nach. Sehr gut. Und wir erkunden... Oh Gott, nein, wir haben einen Boss. Shade. Okay, jetzt verstehe ich. Komm her, Boss. Okay, da du schnell bist, holst du jetzt mal schnell den Boss her. Loco, das ist deine... okay, da kommen sie. Das sind nicht wenig. Leute, ich habe hier was mitgebracht. Okay, das war aber jetzt noch nicht der Boss. Dann hole ich den mal jetzt schnell. Okay, was brennt denn da? Na komm, trifft. Sehr gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass während ich hier weg bin, dass der Boss da oben angreift. Okay. Wir sind in einer Kirche anscheinend. Ach ja, natürlich. Tolle, geistreiche Offenbarung. Ey, das ist gar nicht gut. Und da kommt der Boss, Renn, Loco! Verfolgt er uns wenigstens? Yes, das sieht aus wie ein Weihnachtsmann. Nein. Halt. Ihr kriegt jetzt für diesen Boss brauchen wir noch ein bisschen was. Ja, scheiße, die Armor ist sowieso kaputt und du kriegst, ja, das. Oh, shit, bitte schon. Komm schon, haltet ihn zurück, das schafft ihr. Yes, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich denke mal nicht, dass es noch einen zweiten Boss geben wird. Jetzt haben wir unseren Professor nicht dabei. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil der am allerschnellsten durchsuchen konnte. Okay. Das ist auch erledigt. Oh, hier haben wir noch fast eins vergessen. Ah, natürlich, nee, du bist zu langsam beim Durchsuchen. Das war nicht so klug. Gut, jetzt können wir aber weiter. Was zum... Was war das denn gerade? Warum hast du nichts gemacht? Und tschüss. So. Dann gehen wir mal schnell in die... Hier laufen ganz schön viele Burters rum. Und es sind wirklich viele Zombies. Diesmal. Okay, dann gehen wir mal jetzt hier in die Kirche rein. Warum brennen hier eigentlich so viele Kerzen? Wer hat die alle angezündet? Ich meine, die Zombies werden es nicht gewesen sein. Vielleicht finden wir sogar noch einen Survivor. Das wäre richtig geil. Jo Leute, geht mal aus dem Weg, ey. Wir haben euren Boss besiegt. Ich würde an eurer Stelle einfach weglaufen. Nachladen und... beiden Seiten. Oh Mann, langsam werden das echt harte Wellen.
ich werde jetzt mal nicht die nächste anfordern, sondern erstmal hier ein wenig. Das sieht aus wie ein Penis. Okay, gibt's hier jetzt gar nichts mehr? Warum habe ich das jetzt gerade gemacht? Nachladen und durchsuchen. Ihr haltet sicher wieder zurück. Oh, kein Problem. Gar kein Problem. Jetzt hier lang. Was haben wir hier? Mike, du siehst schon wieder so, dass wir in die Kiste wollen. Warum? Es bringt doch nichts, wenn du das durchsuchst. Du bist einfach zu langsam. Oh Gott, Welle 13. Die kommen ja aber auch Schlag auf Schlag. Ladet mal bitte alle nach. Jo, so. Jetzt. Okay, wir erkunden jetzt bloß noch schnell hier was, das alles und dann gehen wir. Eieieiei. Das sind wirklich nicht wenig Zombies. Okay, jetzt hier nach rechts. Und nach oben. 60% erkundet. Vielleicht schaffen wir das sogar, wenn wir jetzt. Das schaffen wir nicht. Deswegen geht's hier nach unten. Nachladen. Und runterkommen. Das Gute ist, dass dadurch das Mike nicht nachlädt und er langsamer ist, dass er schon mal vorlaufen kann und die anderen holen ihn einfach ein. 67%. Diese Wörter sind gar kein Problem für uns. Überhaupt gar kein Problem. So, haben wir es jetzt erkundet. 73%, 74, komm schon, 75. Shit. Naja, gut, okay. Dann laufen wir noch ein bisschen nach links. Okay, also, groß das gab es jetzt hier nicht in der Kirche, außer diesem Boss. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn besiegt haben. Aber keinen großen Schatz oder sowas. Ich hoffe jetzt nicht, dass der hier irgendwo sein wird. Aber kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil die Kirche ja schon da oben ist. Gut, wir hauen jetzt hier ab. Aber wir haben wenigstens diese Zombies da besiegt. Ist vielleicht auch ganz gut, weil ich weiß nicht, ob die sich jede Runde ansammeln irgendwo und nicht, dass die uns dann irgendwann überrennen. So, wir gehen jetzt wie versprochen zu diesem Quest, weil eventuell da ein Survivor sein wird, Explore. Ich glaube auch nicht, dass es hier so viele Zombies geben wird. Ach ja, die Radio, okay, Übertragung kommt von hier. Und irgendwer soll jetzt hier rum eiern und den werden wir jetzt finden. Nur auf der Karte ist nichts zu sehen. Ja, Zombies werden ja hier, denke ich mal, nicht so übertrieben viele sein. So, wo könnte diese Radio-Transmission herkommen? Oh, da, hold on. Ich denke, ich habe jemanden gehört. Lasst uns nachsehen. Protect me. Ey, hallo! Stan Cross Saltzman. Andere Überlebende, Gott sei Dank. Es ist so eine Erleichterung, endlich eine andere Person zu sehen. Ja, was wollen wir denn machen? Na, zum Hauptquartier schicken. Die sieht aus wie ein Jäger, glaube ich. Sehr gut. Jo. Der geht jetzt zu unserem Hauptquartier. Sehr gut. Stan gehört jetzt zu unserem Team. Yay, sehr schön. Pierce. Okay, jetzt verstehe ich auch diese besondere Munition. Wir hauen jetzt hier aber wieder ab. Das ist alles, was wir hier machen wollten. Schön. 9 Überlebenden. Gerne. So, leave. Yes. So, jetzt geht's runter zu diesem SOS-Ding oder zu dem Questhaus. Ich denke mal, wir gehen erstmal zu dem Questhaus. Gehen wir zu der Kirche und dann zu unserem Questgebiet. Okay, wir hören ein komisches Geräusch. Wir lassen das mal lieber. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust hier auf... na, wer weiß schon, was zu treffen. Kann ja alles da drin sein. Okay, sieht so aus, als müssten wir das erstmal scouten, bevor wir zu diesem Questgebiet kommen. Also machen wir das. Oh, scheiße, wir haben bloß noch einen Stamina. Ach, Kacke. Shit, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet.
Aber gut, okay. Das wird uns jetzt auch nicht das Genick brechen, denke ich mal. Das kriegen wir hin. Ja. So, schickt mir die nächste Welle gleich, damit wir hier schnell durch können. Ach man, ey. Ich mag den Schalldämpfer. Ich hoffe bloß nicht, dass der irgendwas an der Genauigkeit oder am Schaden verändert. Jo, schickt die nächste. Loco, nee. Nee, das war mir schon zu knapp. Und du gehst mal das hier oben durchsuchen. Da haben wir schon wieder so einen Typen. Aber die sind auch keine große Gefahr mehr für uns. Loco, mach das mal bitte ganz schnell. Jo, danke. Ah, eine Bertha. Das ist auch mal wieder eine nette Abwechslung. Ich frag mich, was... ist denn nochmal unser Überlebender, den wir gerade geholt haben? Den Jäger. Das ist sicher ein Jäger, da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, diesmal werde ich hier alles bis zum Schluss durchsuchen. Vergiss das. Auch wenn es bloß ein bisschen Munition ist. Kann man gebrauchen. Und der Jäger wird sicherlich sehr, sehr gut mit Schusswaffen sein. Okay, da die alle von einer Seite kommen, gehst du dorthin, du gehst hierhin. Du dort und Loco wird durchsuchen. Yay. Wir müssten eigentlich jetzt genug Klamotten haben, um uns eine Rüstung zu basteln. Bloß, so wie ich gesehen habe, wie schnell die kaputt war, als unser Mike die getragen hat, weiß ich nicht unbedingt, ob sich das lohnt. Andererseits haben wir sowieso die ganze Zeit hier Gegenstände bekommen, womit wir uns Klamotten basteln können. Naja, warum denn nicht? Dann können wir es auch gleich dafür ausgeben. So, jetzt durchsuchen wir noch schnell hier das Auto. Ein bisschen Benzin. Und der letzte ist tot. Sehr gut. Ha. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt erstmal zurück zum Hauptquartier? Okay, wir haben das jetzt erkundet. Warum kann ich jetzt nicht hier hingehen? Müssen wir das exploren? Oh, ich bin so blöd. Na gut. Ein Stamina. Eins, zwei. Naja, gut, okay. Gehen wir mal lieber zurück zum Hauptquartier. Yo, ich weiß. Ja, ich weiß. Go. Und ein Hinterhalt. Natürlich. Natürlich. Na komm, schick die Welle. Achso, nix Area. Okay. Ihr platziert euch alle hier. Ich werde mal wie immer, wenn das nicht mega aufregend ist, einfach wegschneiden. Denke ich mal. Das ist am einfachsten für uns alle. So, und da sind wir schon im Hauptquartier. Yo, wir wollen zurück. Und dann können wir uns gleich mal unseren neuen angucken. Oh, ich glaube, Loco ist ein Level gestiegen. Tag 5. 10 Tage haben wir noch. Oh, da ruft jemand über Walkie-Talkie. Yo, wir helfen gerne. Oh, da wird jemand angegriffen, ganz in unserer Nähe. Oh shit, wir haben nicht mehr genug Vorräte. Ah, verdammt. Dadurch, dass wir... wo haben wir denn... Wo haben wir unseren Jäger? Ach, da ist unser Jäger. Okay, wir brauchen jetzt Nahrung. Ganz wichtig. Jo, du... Was sieht's mit dir aus? 25. Du bist ein... Ja, tatsächlich, ein Hunter. Ja gut, okay, was Besonderes hast du jetzt aber auch nicht. Aber du kannst sicher im Garten mitmachen.
Ach, der wird ja gerade aufgerüstet. Na gut, okay. Craft, da kommt unser Professor ran, natürlich. Und unser Mike. Jo. Und Loco, du wirst... Ja, ja, ich weiß. Kitchen Upgrade. Yes. Wir bauen die jetzt. Ja, genau. So macht ihr das. Select. Nee, Quatsch, wir haben ja schon. Jojo, alles gut. Ihr arbeitet an der Küche. Ihr arbeitet an besseren Waffen. Und ihr arbeitet an einem besseren Garten. So gefällt mir das. Sehr, sehr gut. So, Loco ist jetzt im Level gestiegen. Ich denke mal, du wirst bei uns... Ich glaube, ich werde bei dir erstmal auf Leben gehen. Ja. Was? Ich will dich nicht auch rauskicken. Nein. Wow, das war ein blöder Missklick. Naja, Gott sei Dank muss man das nochmal extra bestätigen. Gut, jeder ist beschäftigt. Cross, Stan hat nichts Interessantes, aber wir können ihm mal eine bessere Waffe geben. Du kriegst eine Desert Eagle. Na, was kann man sich besseres für einen Hunter vorstellen? Bitte. So, und beschleunigen. Oh, wir haben von der unserer Station noch einen anderen. Wir offerieren Hilfe, klar. Okay, wir haben wieder mal was auf unserer Karte markiert. Mein Gott, wir haben echt viel zu tun. Radio, du wirst aber gleich mal nochmal einen Recruitment Call absetzen. Wir wollen so viel Survivor wie möglich, dass die hier zu Hause arbeiten können. Und wir uns keine Sorge um Vorräte machen müssen. Jo, schneller. Danke. Advanced Weapons Stufe 1. Mal gucken, können wir hier was basteln? Craft Handgun, Revolver Shotgun. Mini-Weapon. Ist das ein Morgenstern? Okay, alles klar. Die haben wir schon. Könnten wir auch noch gar nicht basteln. Und Sniper-Rifle. Oh, da brauchen wir aber Holz für. Können wir Advanced Weapons Stufe 2? Können wir. Ja, gut, okay. Wisst ihr was? Ihr beiden arbeitet mal gleich weiter. Kitchen Upgrade dauert noch ein bisschen. Offer Help. Gut, okay, wir haben jetzt jede Menge Sachen auf unserer Karte markiert. Garden Upgrade gefällt mir. Small Animal. Yeah. Wir holen uns mal ein bisschen Fleisch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen schicke ich mal unseren Bauarbeiter hier ran und unseren Doktor auch. Die schon so schnell wie möglich diese Küche upgradet. Jo, sehr gut. Ach, shit. Mist. Wen schicken wir denn jetzt raus? Die sind alle müde. Toll. Hast du gar keinen Perk? Das ist enttäuschend. Du kommst mit. Du kommst auch mit. Und unser Echo... Wollen wir mal komplett auf komplett auf Fernwaffen gehen? Ja, der hat bloß noch 70 Leben. Ja, warum nicht? Wir gehen mal komplett auf Fernwaffen. Gut. Go. Wow, wir haben jetzt eine Menge zu tun. Ich denke mal, hier kriegen wir einen neuen Survivor. Deswegen gehen wir schnell hier hin. Go. Und exploren, ja. Na mal schauen. Okay, ja, alle. Gehen wir mal hier rein. Ich denke mal nicht, dass es hier noch Zombies geben wird. Die haben wir eigentlich alle geklärt. Ich
Da ist jemand. Yay! Ey, Kumpel, wir sind wegen dir hier. Was geht? Wer bist du? Hallo? Talk. Freddy Wong. Du hast alles verloren. Bitte nehmt mich mit. Ja, klar. Komm mit. Geh zum Hauptquartier. Jo. Und einen weiteren. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 7? Jetzt geht's langsam wirklich voran. nee, wir wollen keine Welle. Danke. Danke, danke, danke. Nee. Tschüss. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. So, gehen wir schnell noch hier hin und go. Ein Auto, das ignorieren wir. Und explore. Waren wir hier schon mal? Oh ja, hier kommen sicher, hier sind Leute, hier sind ganz sicher Leute. Das habe ich doch gehört. Ich frage mich, ob es doch Banditen sein können. Was ist das gerade von oben? Hallo, ist hier jemand? Wir sind ein paar Überlebende. Wir haben über Radio mit dir gesprochen. Hier ist keiner. Na gut. Hallo. Hat jemand eine Pizza bestellt? Eine Überlebenspizza? Oh oh, Welle 1, das gefällt mir gar nicht. Wenn der Überlebende keine Ammo da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier geht's hin. Oh, das sieht aus wie eine Frau. Oder? Ja, tatsächlich. Hey, was geht? Du kommst mir irgendwie vertraut vor. Talk. Ah, Marcia! Hallo! Danke, ich dachte, ich würde sterben. Oh, wo ist denn Felix? Ist der nicht bei dir? Das ist, ach, der wird schon durchkommen. Den werden wir sicher auch noch finden. Ich danke, ich würde sterben. Ich wurde von meiner Gruppe getrennt. Ah, okay, da haben wir einen. Ja, komm zum Hauptquartier, klar. Cool, wir haben Marcia. Willkommen im Team, Marcia. Jo. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Hauptquartier. Und tschüss. Nee, halt. Du, tschüss. Sehr gut. Leave. Yes. Okay, wir gehen jetzt als nächstes zu diesem Quest dahin. Ich denke mal, das wird schon wieder ein Überlebender sein. Mein Gott, jetzt haben wir echt viel. Aber erst in der nächsten Folge, weil wir schon wieder ein bisschen über der Zeit sind. Wir haben heute jede Menge Überlebende gefunden. Das freut mich ungemein. Endlich sind wir mal ein schlagkräftiges Team. Wir haben, denke ich mal, noch genug Zeit. Ich meine, 10 Tage oder 9. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wir müssen im Grunde genommen noch hierhin, dorthin und dortisch heißt die drei Sachen unter den ganzen Autos reparieren. Aber das sollte kein Problem sein, weil wir jetzt genug Leute zu Hause haben. Ja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch einfach ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich war's wie immer, euer Leger und bis dann. Bye.